Die Tage werden kürzer. Draußen wird es ungemütlich. Zeit für ein Kopfkino. Herzlich willkommen bei Hör mal zu und danke für dein Like. Zwischen Corsten und Badger's Drift liegt Ravenwood. Dort spielt unsere heutige Geschichte. Temple Lane 48. Dort steht das redgedeckte schmucke Haus von Tom und Joyce. Also hört zu. Es ist reichlich zu essen in der Gefriertruhe. Ja, und es hängt eine Liste neben dem Kühlschrank und alle wichtigen Telefonnummern neben dem Telefon. Wir kommen schon klar. Krank zu werden sieht meiner Mutter gar nicht ähnlich. Sie ist nie auch nur einen Tag lang krank gewesen. Dann kümmere dich um sie und mach dir keine Sorgen mehr um uns. Genau, Mom. Und wenn du ein, zwei Wochen für sie gekocht hast? Ist sie wieder auf den Beinen, bevor du dich versiehst. Nachdem Joyce mit dem Taxi abgefahren ist, will Tom sich gerade ein Glas Rotwein einschenken, als das Telefon klingelt. Gavin ist am Apparat, ein Mordfall wie immer. Eine junge Frau, Mitte 20, keine Engländerin. Ein paar Schulkinder haben sie gefunden. Schulkinder? Was wollten die denn hier? Hier führt ein Weg durch, für die Kinder eine Abkürzung zur Grundschule Corsten. Oh, ihre alte Alma Mater, wie? Weiter? Sie hat da gelegen. Völlig nackt, erdrosselt mit einer Krawatte. Das kenne ich irgendwoher. Sie liegt da vorne. Wie, unter der Folie? Ja. Ah. Sind Sie Barnaby? Ich bin Detective Chief Inspector Barnaby, ja. Dan Peterson, Gerichtsmedizin. Wo ist Dr. Bullard? Corfu. Oh. Er hat Urlaub, ich vertrete ihn. Aber das hier ist eine Kleinigkeit. Tod durch Strangulation vor etwa 5 oder 6 Tagen, würde ich schätzen. Schätzen? Eine Schätzung ist nicht gut genug für mich. Also gut, aber das dauert eine Weile. Sao Paulo. Italien? Eher Brasilien, Troy. Oh, wir haben noch was anderes. Möglicherweise hatten wir Glück. Wäre mal eine Abwechslung. Die Spurensicherung hat nämlich was gefunden, als sie hier eintraf. Unter dem Laub, eine Rolex. Sieht so aus. Die hat vielleicht jemand verloren. Möglicherweise während er... Ist immerhin eine Herrenuhr. Wir folgen der Uhr und finden den Mann. Von einem Mann können wir ausgehen. In Corsten angekommen, erinnert sich Tom an eine alte Geschichte. Der Würgerwald. Eigentlich heißt er ja Ravenswood. Würgerwald ist eine Erfindung der Sun. Eva Hoffmann, eine deutsche Studentin, trampte damals quer durch England. Joan Chaplin, die war von hier, arbeitete im Fox and Goose. Und Judith Albiston, australisches Au-pair-Mädchen, arbeitete auch hier in der Gegend. Vielleicht ist das neue Mädchen auch ein Au-pair. Sehr viele Brasilianer sehen wir hier nicht. Stimmt, auffallend, Troy. Rufen Sie mal die einschlägigen Agenturen an. Wieso sind da keine Fotos in den Akten? Die müssen irgendwo im Archiv sein. Ich will die haben. Ich brauche alles, was mit diesen Fällen zu tun hat. In Ordnung. Und klemmen Sie sich hinter die Rolex, bitte. Da steht eine Nummer hinten auf dem Gehäuse. Dadurch sollten wir zumindest erfahren, wo sie gekauft worden ist. Und das Beste wird sein, wenn ich denjenigen aufsuche, der vor 9 Jahren diese Morde untersucht hat. Das ist ein George Meekham. Sie vereinbaren ein Treffen mit dem ehemaligen Ermittler. Wir haben ihn aber nie geschnappt. Ich hab's gelesen. Natürlich hatten wir auch nie genug Leute. Und diese jungen Frauen. Wie kann ein Mensch nur so naiv sein? Wer läuft denn schon ganz alleine in den Wald? Manche lernen's nie. Glauben Sie, dass es jemand von hier war, der die Mädchen ermordet hat? Ja, unbedingt. Jemand, der sich im Wald wie in seiner Westentasche auskannte. Und Sie sagen, jetzt hätte es ein viertes Opfer gegeben? Sieht so aus. Ja, ich wusste immer, dass das kommen würde. Sie wollen bestimmt, dass ich mit Ihnen nach Corsten fahre, Ihnen bei der Untersuchung helfe. Oh, ich glaube, das wird kaum nötig sein, Sir. Ich schicke einen von meinen Männern rüber, damit er die Akten durchgeht. Ist das richtig? Sie wohnen hier im Dorf? Ja. Ich bin hergezogen, nachdem die mich in Rente geschickt hatten. Ich wohne hier mit meiner Frau. Das Haus der offenen Fragen, so nennen wir unser Zuhause. Ich melde mich wieder. Vielen Dank, Sir. Es ist eine Rolex. Oyster Perpetual GMT Master. Sehen Sie? Ja, Sir, das sehe ich.
Sehr kostspielig. So eine verkauft sich nicht oft. Also, wissen Sie eventuell, wer diese Uhr gekauft hat? Oh ja. Wer? Ich müsste dazu in meinen Büchern nachsehen. Könnten Sie so gut sein, Sir? Ja, natürlich. Ist aber sehr nervös, Ihr junger Freund. Ja, da haben wir sie. 3411456. Die Seriennummer der Uhr, wissen Sie? Und wer war der Käufer? Das war eine Mrs. Merrill. Ich kenne den Namen. Liebe Kate, ich machte im Zimmer meines 17-jährigen Sohnes Ordnung und dabei fand ich ein Magazin, das unter seinem Bett lag. Zu meinem Entsetzen war der Titel der Zeitschrift Gay News. Oh, wie hat sie das nur überlebt? Und ich weiß nicht, ob ich ihn zur Rede stellen oder darüber hinweggehen soll. Anna? Er ist 17, um Gottes Willen, er ist ein Mann. Ja, Mrs. Mann? Die Tür. Sie soll die Zeitschrift selber lesen. Das könnte ihr helfen. Ja. Hallo, ist Mrs. Kate Merrill zu Hause, bitte? Mrs. Merrill? Ja. Sie ist zwei Männer. Kann ich helfen? Ich schätze, das ist Ihr Au-pair. Ja. Ich hatte keine Gelegenheit, mich vorzustellen. Ich bin Detective Chief Inspector Barnaby. Das ist Sergeant Troy. Und wir kommen von der CID Kosten. Doch nicht wegen David, oder? Oder John? Tut mir leid. David ist mein Sohn, John ist mein Ehemann. Oh, nein. Wir untersuchen einen Mordfall in Ravenswood. Oh, der Würgerwald. Im Dorf reden schon alle darüber. Ich bin Elizabeth Francis. Ich wohne direkt am Wald, ein Tribünenplatz sozusagen. Nur habe ich leider gar nichts gesehen. Wir arbeiten zusammen. Wir schreiben eine Kolumne. So eine Art Kummerkastenkolumne für die örtliche Zeitung. Kate Merrill. Ja. Genau, ich habe Ihre Kolumne gelesen, zufällig mal. Oh, bitte. Setzen Sie sich. Dankeschön. Hätten Sie gern einen Kaffee? Nein, danke. Nicht für mich. Oder Löwenzahntee? Nein, danke. Ebenfalls. Es war doch eine junge Frau, soweit ich weiß. Die im Wald. Und sie ist immer noch nicht identifiziert. Also, was führt Sie her? Troy. Sie haben eine Rolex-Uhr gekauft, Mrs. Merrill? Ja, ich glaube vor 2 Jahren. Es war ein Geschenk zum Hochzeitstag für meinen Mann. Wann haben Sie sie zuletzt gesehen? Wenn Sie so fragen, heute Morgen hat er sie nicht umgehabt. Sie musste zur Reparatur. Ist das hier die Uhr Ihres Mannes? Sie blickt irritiert auf die Uhr. Ja, ich meine, es wäre möglich. Ich sollte, glaube ich, lieber gehen und Sie drei alleine lassen. Nein, bleib ruhig. Das kann nicht Johns Armbanduhr sein. Ich sagte doch, die musste in die Reparatur. Das hat er Ihnen wohl erzählt. John ist Leiter des Marketing beim Monarch Tobacco. Er hat ein Gespräch mit der Werbeagentur und er will dort übernachten, aber ich kann ihn anrufen. Nein, das dürfte kaum nötig sein. Aber wenn er sich bei mir melden würde, wenn er morgen wieder da ist. Die Nummer steht hier drauf. Dankeschön. Gavin Troy. Kennen wir beide uns? Nicht, dass ich wüsste. Irgendwoher kenne ich Ihren Namen. Das ist wirklich ein wunderschönes Haus, Mrs. Merrill. Seit wann wohnen Sie hier? Oh, das werden wohl 8 Jahre sein. Nein, 9. Kurz bevor das erste... Wo haben Sie die Uhr gefunden? In Ravenswood. Bevor Tom ins Büro fährt, macht er kurz bei Carly Halt auf einen Tee. Erdrosselt. In Ravenswood. War das nicht auch... Ja, das war's. 3 Fälle in 18 Monaten, aber das ist schon 9 Jahre her. Wieso hat er wieder angefangen? Die Frage stellt sich natürlich, aber ich habe noch eine. Wieso hat er aufgehört? Nein, okay, ich gehe schon. Barnaby? Oh, das ist großartig, toll. Ja, ich komme dahin. Die haben unsere Tote aus dem Wald vielleicht identifiziert. Jemand aus einem Hotel hat sie erkannt. Dad, ich wollte gerade fragen, wollen wir heute zum Abendessen ausgehen? Vielleicht das neue Restaurant in Kosten, von dem du mir erzählt hast? Ja, am besten wir treffen uns da. 8 Uhr, Tisch für 2? Troy mitzubringen hatte ich nicht vor. Nun wird das Hotelzimmer der Toten durchsucht. Die Kleidung ist noch da, Sir. Waren Sie hier, als Miss Constanza einzog, Miss Bradley? Sagen Sie einfach Gloria. Alle anderen tun das auch. Bis auf Mr. Pike.
Ja, ich war hier. Ich hatte Dienst am Empfang. Das war am Mittwoch. Ich würde sagen, 3:30 oder so. Ich weiß, an diesem Nachmittag war es sehr ruhig. Wir hatten keine Reservierungen und Mr. Pike erwartete auch niemanden. Aber dann tauchte sie plötzlich auf. Einen schönen guten Tag. Kann ich behilflich sein? Ich hatte sofort das Gefühl, dass sie irgendwie nervös war. Sie war außer Atem. Man konnte denken, sie wäre gerannt oder so. War jemand bei ihr? Nur der Taxifahrer. Und sie hat für die ganze Woche bezahlt? Ja, und zwar mit Kreditkarte. Ich habe ihr dieses Zimmer gegeben, weil sie eins im Erdgeschoss haben wollte. Und das, obwohl im ersten Stock die Aussicht viel schöner ist. Haben Sie sie wiedergesehen? Nein. Aber gehört schon. Das war am gleichen Tag. Vielleicht eine Stunde später, etwa 5:30. Ich kam an ihrem Zimmer vorbei und ich konnte ihre Stimme hören. Es war noch jemand bei ihr. Kann ich behilflich sein? Ja, wir sind von der Polizei in Kosten. Von der Polizei? Ich bin Detective Chief Inspector Barnaby. D.S. Troy. Wieso? Ich meine, was suchen Sie hier? Miss Bradley? Ich habe Sie gerufen, Mr. Pike. Warum? Der südamerikanische Gast in Zimmer 15. Jemand hat sie erdrosselt. Was? Im Würgerwald. Nein, das ist vollkommen unmöglich. Ich meine, haben Sie die Zeitung nach oben zu Mutter gebracht? Noch nicht. Gut so, sie darf sich nicht aufregen. Haben Sie verstanden? Mr. Pike, hätten Sie wohl Zeit für ein kurzes Gespräch? Ich habe das Hotel vor 10 Jahren gekauft. Ja, damals fing das alles an. Eins der getöteten Mädchen, Joan Chaplin, die hat hier gearbeitet. Ja, ich weiß davon. Das Mädchen stand meiner Mutter sehr nahe, darum soll sie nichts davon erfahren. Es hat sie sehr mitgenommen. Wirklich. Wahnsinnig mitgenommen. Aber mit ihr sprechen müssen wir trotzdem. Nein, das geht auf keinen Fall. Sie ist krank. Sie ist todkrank. Sie hat Bauchspeicheldrüsenkrebs, Magenkrebs. Krebs so ziemlich überall. Sie wohnt oben. Das tut mir leid, Sir. Sie stirbt inzwischen seit 6 Jahren. Wir gewöhnen uns daran. Schön. Und was können Sie uns über Carla Constanza sagen? Gar nichts. Sie hatte Zimmer 15 und bezahlte mit American Express. Haben Sie sie gar nicht gesehen? Nein, Miss Bradley war vorne und später am Abend ist sie nochmal weggefahren. Und Sie haben an dem Abend nicht gearbeitet? Doch, ich war hier an der Rezeption, aber ich bin öfter im ersten Stock gewesen. Oben bei Mutter. Und außerdem gibt es hier bei uns mehrere Ausgänge, wissen Sie? Hat es Sie nicht beunruhigt, dass sie nicht wieder aufgetaucht ist? Ganz und gar nicht. Das Zimmer war bezahlt. Was sie damit machte, war ihre Sache. Und sonst wissen Sie nichts über Carla Constanza? Nein. Das heißt, ich weiß, dass sie 2-mal telefoniert hat. Wie fühlst du dich heute, Mutter? Ich habe Schmerzen. Es wird dir später besser gehen. Wenn der Herr wollte, dass es mir besser geht, würde er mich aus meinem Elend erlösen. Aber er will mich leiden lassen. Er straft mich immer noch mehr. Sind Sie Barnaby? Detective Chief Inspector Barnaby, ja. Sergeant. Ich bin Bill Mitchell, geschäftsführender Direktor. Will sagen, mir gehört diese Bruchbude hier. Also, was kann ich für Sie tun? Wohltätigkeitsveranstaltungen oder vielleicht Polizeiball? Witwen und Waisen, wissen Sie, mit ein paar Pfund bin ich immer dabei. Wir haben einige Fragen im Zusammenhang mit einem Mordfall. Was? Sie scherzen doch, oder? Es betrifft die junge Frau, die in Ravenswood gefunden wurde. Aber was hat das mit mir zu tun? Können Sie mit dem Namen Carla Constanza etwas anfangen, Sir? Carla? Es wird doch nicht Sie gewesen sein. Also, das hier ist Carla, unsere am meisten verkaufte Zigarette. Wir verkaufen sie nicht hier, wir vertreiben sie auf dem asiatischen Markt. Und in Brasilien, da ist sie der Marktführer, die Numero Uno. Ist die Marke nach ihr benannt worden? Carla Constanza, hinreißendes Mädchen, mit so viel Schauspieltalent wie ein Floh. Wir haben sie in einer abgründigen brasilianischen Soap gefunden und zum Markenzeichen für die Zigarette gemacht. Es war ein Zufall, dass sie denselben Namen hatten. Und war das ein Erfolg? Und was für eine, als Fernsehwerbung und auf Plakaten. Sie war 2 Jahre lang Speerspitze unserer Kampagne. In der Zeit wurde sie ein Star und die Marke brach alle Rekorde. Und jetzt erzählen Sie mir, dass sie tot ist? Herrgott, eine absolute Katastrophe. Wann haben Sie sie zuletzt gesehen? Oh, vor 2 Monaten oder so. Unten in Rio, wir waren zum Dreh dort. Ein Spot, den wir noch nicht gesendet haben. Ist Ihnen klar, wie furchtbar das ist? Carla hat 22% Anteil an dem 5. größten Tabakmarkt auf der Welt.
Für uns ist es vor allem der Tod einer jungen Frau, Sir. Aber für mich ist es noch viel mehr. Umstrukturieren, neu verpacken, Werbung für Tausende von Pfund zum Fenster rauswerfen und schlimmstenfalls geht mir die Marke zum Teufel. Und wenn das passiert, könnte hier alles zusammenbrechen. Haben Sie gewusst, dass Miss Constanza einen Besuch in England plante? Nein, mir hat das niemand gesagt. Sie hat Sie nicht angerufen? Letzten Mittwochnachmittag um 5 Uhr? Nein, sehen Sie, wir haben hier 200 Telefonanschlüsse. Sie könnte mit jedem gesprochen haben. Können Sie sich vorstellen, warum sie hergereist ist? Nein, aber das fragen Sie lieber John Merrill, meinen Marketingmanager. Er war Carlas Entdecker, er kannte sie besser als ich. Ist das richtig, dass er in London ist? Ja, er nimmt heute den 4 Uhr Zug zurück. Veröffentlichen Sie den Namen gegenüber der Presse? Oh ja, das müssen wir wohl. Also wirklich, nein. Haben Sie eine Ahnung, was das für uns bedeutet? Das wird für mich ein Albtraum. Das bedauern wir sehr, Sir. Ich wäre Ihnen für den Werbespot, von dem Sie gesprochen haben, dankbar. Und für eine Firmenbroschüre, wenn Sie sowas haben. Damit ich mich über den Hintergrund informieren kann. Fragen Sie meine Sekretärin noch etwas? Ich nehme nicht an, dass Sie mit dem Wort Draycott etwas anfangen können. Draycott? Nein. Nie gehört von dem. Warum fragen Sie? Nur so, Sir. Und wohin jetzt? John Merrill, würde ich sagen. Er müsste inzwischen zu Hause sein, wenn er um 4 Uhr gefahren ist. Ja, Troy, 5:30. Überstunden. Nur nachgesehen. Oder haben Sie damit Schwierigkeiten? Carla Constanza. Ja, Kate. Ich weiß es aus den Nachrichten. Hat Bill angerufen? Noch nicht. Welche Überraschung. Natürlich wird er mir die Schuld dafür geben. Vermutlich bin ich für ihn sogar der Mörder. Möglicherweise nicht nur für ihn. Was? Die Polizei war gestern hier. Aber, was meinst du, warum? Die haben neben der Leiche eine Uhr gefunden. Eine Rolex. Ja. Und zwar deine Rolex. Unsinn, das ist nicht meine. Und wo ist sie dann? Das weißt du doch. Wieso belügst du mich? Das war keine Lüge! Ach Gott. Ich hatte sie verloren. Und ich wollte es dir nicht sagen, um Streit zu vermeiden. Ich habe gehofft, du merkst es nicht, wenn ich eine neue kaufe. Und wieso hast du nicht? Sie ist vor einer Woche verschwunden. Und man muss 3 Monate auf eine neue warten. Sag mal, du glaubst mir nicht, oder? Sag schon. Herrgott, ich meine, also was glaubst du, ich hätte sie getötet? Denkst du das? Denkst du, ich hätte sie getötet und die Uhr im Wald verloren? Das sage ich ja gar nicht. Nein, ist auch nicht notwendig. Die Frau ist erdrosselt worden, John, erdrosselt. Oh, verflucht noch eins. David! Irgendetwas musst du mal unternehmen. Immer dieses Rumschnüffeln und Horchen. Irgendwas stimmt doch nicht mit ihm. Du hast es nötig. Ach, fang nicht wieder so an. Ganz bestimmt nicht. Es läutet an der Tür. Tom hat da noch einige Fragen wegen der Rolex. Sie sieht aus wie meine Uhr. Ich kann nur sagen, dass jemand sie gestohlen haben muss. Ich war nicht einmal in der Nähe vom Wald. Legen Sie die Uhr manchmal ab? Nein. Haben Sie in letzter Zeit Besucher hier gehabt? Handwerker, Anstreicher, irgend sowas? Nein. Gäbe es noch jemand anderen, der die Uhr zu Hause hätte wegnehmen können? Warten Sie, lassen Sie mich nachdenken. Kate? Ich war es sicher nicht. Anna. Ihr Au-pair? Ja. Ich habe sie nicht im Bad um, darum könnte sie möglicherweise... Was können Sie uns über Carla Constanza sagen? Was möchten Sie wissen? Wie zum Beispiel Ihre Beziehung zu ihr war? Wir haben keine Beziehung gehabt. Nicht so, wie meine Frau das Wort verwenden würde. Sie schreibt eine Kummerkastenkolumne. Das weiß er. Wann haben Sie zuletzt mit ihr gesprochen? Meiner Frau oder Carla? In Rio. Ich war vor ein paar Monaten mit Bill dort. Und Sie wussten nichts davon, dass sie einen Besuch in England plante? Naja, erwähnt hat sie es nicht. Haben Sie letzte Woche mit ihr gesprochen? Nein. Aber sie hat hier angerufen, Sir. Letzten Mittwoch gegen 17 Uhr. Am Abend ihres Todes. Naja, sie mag wohl angerufen haben, aber vor 6 Uhr bin ich praktisch nie zu Hause. Und was ist mit Ihnen, Mrs. Murray? Ich war bei meinem Redakteur. Ich bin um dieselbe Zeit wie John gekommen. Haben Sie einen Anrufbeantworter? Ja, aber darauf war keine Nachricht. Das weiß ich genau. Und was haben Sie an dem Abend weitergetan? Waren Sie beide zu Hause?
Ich bin um 7 gegangen. Zurück war ich gegen Mitternacht. Ach so, ich mache das an jedem Mittwoch, Chief Inspector. Da arbeite ich für die Telefonseelsorge als Freiwillige. Kate versteht sich sehr gut auf Probleme, Chief Inspector. Die von Fremden zumindest. Anna ist mit mir gegangen. Ich habe sie nach Corsten mitgenommen. Sie war tanzen, glaube ich. Also waren Sie hier ganz allein zu Hause? Ja, aber selbstverständlich war David da. Ja, 2 Kapitel Roald Dahl und 1 Glas warme Milch. Das war mein Abend. Babysitten. Großartig, der Mann. Detective Inspector, darf ich Sie etwas fragen? Aber ja, sicher. Wer das gemacht hat, ob das wohl derselbe gewesen ist wie vor 9 Jahren? Es ist zu früh, das zu sagen, Mrs. Merrill. Aber die sind doch auch erdrosselt worden, die 3 anderen Frauen. Ich fürchte, das stimmt, ja. Oh, Anna. Ich freue mich sehr, Sie zu sehen. Wo? Ihr Englisch lässt zu wünschen übrig. Letzten Mittwoch. Miércoles. Anna, der Anrufbeantworter war darauf eine Nachricht. Estaba un mensaje de una Carla Constanza? Mittwoch? Mittwoch. Nein, da war nirgendwo Nachricht. Nirgendwo Nachricht. Wollen Sie ausgehen, Anna? Nein, Mrs. Mary, ich will gehen aus. Sie ist dauernd in Corsten. Pubs und Discos und immer Jungs. Aber Sie lassen es mich doch wissen, wenn sich etwas Neues entwickelt. Wir halten Sie auf dem Laufenden, Mrs. Merrill. War das die Polizei? Woher weißt du wieder? Du sollst doch nicht immer horchen, David. Ich hab's dir 1000 Mal gesagt. Du hörst nur Sachen, die du nicht hören willst. Du hast dich mit Dad wieder gestritten. Wir haben uns nicht gestritten. Wir haben uns nur laut unterhalten. Denken die, er war's? Nicht doch, natürlich nicht. Er war an dem Abend sowieso bei dir. Er kann es gar nicht gewesen sein. Ja, er war fast den ganzen Abend hier. Na komm, Licht aus. Und werd bitte nicht wieder so früh wach. Nacht, Mom. David, wie hast du das gemeint? Fast den ganzen Abend. Was? Dein Dad. Ach so, der war noch mal weg. Tom hat ein sehr schlechtes Gewissen, denn er hat noch nicht eine Stunde mit Kali Freizeit verbracht. Tatsächlich habe ich eine Überraschung für dich als Wiedergutmachung für gestern. Ach ja? Du wolltest doch unbedingt im Theater dieses Stück sehen. Den Pinter, der ist ausverkauft, oder? Ganz recht, aber ich habe 2 Karten. Für wann? Oh, heute Abend, wenn du noch mit mir sprichst. Dad. Also, dann treffen wir uns heute Abend dort. Um 7:30. Ich rufe dich an, damit du es nicht vergisst. Ich verspreche, ich werde es nicht vergessen. 2 Karten? Wie hast du das nur geschafft? Gerade hat sich Tom ins Fettnäpfchen gesetzt. Die Karten hat er noch gar nicht. Ich fürchte, Sie verstehen das nicht richtig. Ich bin Detective Chief Inspector Barnaby von der Polizei hier in Corsten. Ah, ja. Und das Stück muss ich unbedingt im Rahmen einer Ermittlung sehen. Detective Chief Inspector? Sie waren das doch, als damals diesem Schauspieler die Kehle durchgeschnitten worden ist. In dem Stück von Peter Schäffer. Ganz recht. Sie glauben doch nicht, das könnte wieder passieren. Buenos dias. Ja. Sie waren einkaufen? Einkaufen, ja. Ich hole für Mrs. Mayer. Sie schickt mich in die Einkaufen. In die Einkaufen. Für Mrs. Mayer. Also, Sie bleiben dann wohl noch eine Weile bei den Merrills? Ja. Und gefällt's Ihnen da? Dankeschön. Sie hat nicht ein Wort verstanden, fürchte ich. Die sind vielleicht billiger ohne Sprachkenntnisse. Soll ich übersetzen, Sir? Nein, ich verstehe es auch so, Troy. Carla, die Frau, Carla, die Zigarette. Wer die eine tötet, tötet wahrscheinlich die andere. Vielleicht wurde sie deshalb ermordet. Um das Geschäft kaputt zu machen? Ja, warum nicht? Was ist mit den anderen 3 Frauen vor 9 Jahren?
Ich sehe da zwei sehr wesentliche Unterschiede, Troy. Die ersten drei Opfer wurden im Wald angegriffen. Vergewaltigt und stranguliert. Carla ist nicht sexuell missbraucht worden. Und wenn ich mir die Leiche ansehe, würde ich sagen, dass sie nicht im Wald angegriffen wurde. Sie wurde wahrscheinlich woanders ermordet und erst später dahin geschafft. Damit es aussieht wie die anderen. Ja, genau das. Barnaby? Mr. Meekham. Also haben Sie schon irgendetwas? Nein, Sie haben gar nichts. Er ist nämlich unsichtbar. Wer hat Sie hier reingelassen? Denken Sie, die halten mich auf? Ich habe 20 Jahre lang hier gearbeitet. Das hier ist mein Büro gewesen. Jetzt hören Sie mir mal zu, Barnaby. Ich bin alles nochmal durchgegangen. All meine Notizen hier. Sehen Sie, Mr. Meekham, ich verstehe, dass Sie helfen möchten und... Werden Sie nicht herablassend, bitte. Sie leben nicht mit diesem Fall, nicht so wie Das ich. Ist mein Fall und damit auch meine Verantwortung. Und Sie gehen jetzt bitte wieder und Finger davon. Oh nein, hören Sie doch mal bitte. Troy. Ich bringe Sie raus, Sir. Hören Sie doch erst mal. Eva Hoffmann. Das war der 13. Tag des Monats. Freitag, der 13. Joan Chaplin. Es war Vollmond. Das ist ein klassischer Serientäter. Judith Albiston. Genau 8 Tage nach der Ermordung von Joan. Was reden Sie denn da bitte? Heute ist auch der 13. Wir bringen also diese Woche den Mann, der es mit seiner Sekretärin treibt, die Mutter und ihren schwulen Sohn, die nervöse Braut, und für den habe ich eine Schwäche, den Mann ohne lebensfähige Spermien. Eigentlich hat er die Schwäche, wenn ich es mir so überlege. Kate! Entschuldige, Liz, ich war ganz weit weg. Der Redaktionsschluss ist morgen. Oh Gott, all diese Sexprobleme. Und dabei habe ich das Schlimmste von allen. Ich kriege keinen. Sag mal, tut es dir eigentlich nie leid? Deine Scheidung? Nicht so wie die Ehe mit diesem Langweiler. Mir fehlen 18 Zentimeter von Larry. Und ich meine nicht den Umfang seines Gehirns. Alles in Ordnung, Kate? Ja. Ich meine mit dir und John. Über ihn spreche ich lieber nicht. Ruf an, wenn du mich brauchst. Ja. Schon gut, Anna. Ich finde selbst hinaus. Danke, Sir. Ein weiterer sonniger Tag in Midsommar. Detective Chief Inspector Barnaby, richtig? Ja, Sir. Ja. Ich vergesse nie einen Namen. Das bringt der Beruf so mit sich. Ich darf vermuten, dass Ihre Untersuchung noch läuft? Oh ja. Ja, natürlich. Kann ich behilflich sein, denn wenn ich irgendetwas tun kann... Haben Sie vielen Dank, Sir. Ich bin überzeugt davon, dass Carla Constanza am Abend ihres Todes von diesem Hotel mit einem Wagen abgeholt wurde. Das denken Sie, ja? Es wäre möglich. Hier habe ich ein paar Fotos, wenn Sie sich die ansehen würden. Ja, gewiss doch. Vielleicht kommt Ihnen ja jemand bekannt vor. Wo ist Ihr Assistent heute, der junge Mann? Ach so, der hat Geburtstag. Happy Birthday! Nein, noch nie gesehen. Wer ist das? Der Chef von einem Tabakunternehmen. Monarch? Ja. Von da kommen ab und zu mal Leute zum Mittagessen. Mhm. Scheußliche Angewohnheit. Das Rauchen meine ich, selbstverständlich. Mhm. Aber der war noch nie hier. Wie steht's mit dem? Oh ja. Oh ja. Er war hier? Letzten Mittwochabend? Nein, nicht letzten Mittwoch, aber eine Weile kam er öfter her. Mr. Jones. Jones? Er hat sich als Jones vorgestellt? Aber ich wusste, dass es nicht sein wirklicher Name war. Sehen Sie, es gibt nämlich Menschen, die dieses Hotel, wie formuliere ich das, nur recht kurzfristig nutzen. In Begleitung. Und er kam mit einer Frau hierher? Ganz recht. Mrs. Jones. So nannte er sie. Wie war sie so? Ich meine etwa 40, verstand sich zu kleiden. Blonde Haare. Merkwürdigerweise trank sie Löwenzahntee. Und diese zwei verwendeten wirklich nur den Namen Jones? Nicht vielleicht auch mal den Namen Draycott? Nein. Wann waren Sie zuletzt hier? Zu Anfang des Jahres. Damals kamen Sie recht regelmäßig. Macht einen krank, die Vorstellung, nicht wahr? Schon der Gedanke. Dieser Gelegenheitssex. Aber Sie waren schon eine Weile nicht da und ganz sicher nicht am letzten Mittwoch. Ich bin Detective Sergeant Troy. Sie waren vor einigen Tagen auch schon hier. Ja. Da kamen Sie wegen der 20-Pfund-Noten. Wie meinen Sie? Wegen der Fälschungen. Ich befürchte, dass wir etwas noch Schwerwiegenderes untersuchen. Was denn? Sagen Sie es mir.
Wir untersuchen einen Todesfall. Im Pub Blackadder. Jetzt habe ich die Presse vor der Tür. Du weißt, was für Reptilien das sind. John muss eine Beziehung mit Carla gehabt haben. Was? Als du mit ihm in Rio warst, haben die beiden... Nein! Wenn ich es wüsste, würde ich mich von ihm trennen. Er würde Haus und Job verlieren. Und David. Aber was redest du um Gottes Willen? Willst du was trinken? Nein. Aber ich schon. Gin and Tonic, Brian. Noch nicht so viel Tonic. Sofort, Mr. Mitchell. Bist du sicher? Die Polizei hat Johns Uhr im Wald gefunden. Nicht weit von der Leiche. Das kann doch überhaupt nicht sein. Und dann der weiße Ton an den Reifen, das soll derselbe sein wie der im Wald. Kate, das... Und nicht nur das, es gibt noch viel mehr. Aber du glaubst doch nicht, er hätte sie getötet. Tut mir leid, Kate, aber das ist doch lächerlich. Ich meine, John mag ja einiges sein, was weiß ich, schwierig, launisch, ein Geheimniskrämer. Aber ein Killer? Wir nehmen gleich noch einen, denke ich. Haben Sie ein Telefon? Ich komme gleich wieder. Hallo, Barnaby? Oh, ich befürchte, das ist vollkommen unmöglich. Könnten wir vielleicht morgen? Aber sicher, verstehe ich. Nein, nein, warten Sie. Wer war das? Das war Kate Murrell. Sie sagt, dass sie weiß, wer Carla Constanza getötet hat. Sie sagt, sie hat Beweise. 7:15. Wie spät es ist, weiß ich selber, Troy. Ich bin in 15 Minuten vor dem Theater verabredet. Ach, sie muss schon weg sein. Der blöde Anrufbeantworter. Würde es helfen, wenn ich hier warte? Dann rede ich mit Mrs. Merrill. Das ist wirklich nett, aber ich befürchte, dass sie mich sprechen will. Tom schickt kurzerhand Gavin mit Cully ins Theater und besucht noch einmal Mrs. Merrill. Die hat ein Herrenhemd gefunden mit Lippenstift am Kragen. Wo ist denn ihr Mann jetzt? Er arbeitet noch. David ist bei Freunden, darum musste ich sie heute noch sprechen. Die Uhr, das Auto und jetzt das. Er hatte ein Motiv. Wenn es stimmt, dass er noch mal weg war, wie David sagt... Tut mir leid, ich verstehe Sie nicht. Was erwarten Sie denn jetzt? Soll ich Ihren Mann festnehmen? Nein, ich weiß auch nicht. Ich will nur die Wahrheit erfahren. Kannten Sie Anna Santa Rosa, Sir? Nein, ich meine, ich habe sie ein, zwei Mal bei den Marys gesehen. Und wann waren Sie das letzte Mal dort im Hause? Vielleicht vor 4 Wochen. Hören Sie, sie war ein Au-pair, mit dem man sich kaum verständigen konnte. So jemand hinterlässt keinen großen Eindruck. Sie ist mit einer Injektion von flüssigem Nikotin getötet worden. Was? Aber ich dachte... Haben Sie flüssiges Nikotin hier? Aber gewiss, ja. Wir haben eine große Forschungsabteilung. Und wer hat da Zutritt? Erstmal ich, die Leiter von mehreren Abteilungen und der Sicherheitsdienst. Aber John nicht. Er hat keinen Schlüssel. Nein, nicht, dass ich wüsste, nein. Aber es gibt keine Schlüssel. Die Türen öffnen sich durch elektronische Codes. Haben Sie gestern Abend zufällig John Merrill noch gesehen? Wenn Sie mich so fragen, ich bin ihm auf dem Parkplatz begegnet. Ja, und er schien mir ziemlich in Eile. Mein Thema waren hyperaktive Kinder. Der Tyrosin-Metabolismus. Vielleicht wäre mir ein Durchbruch gelungen. Aber dann gab es keine Forschungsgelder mehr. Und Kate verschaffte mir einen Job bei ihrem Onkel Bill. Monarch Tobacco. Bill Mitchell? Er ist Ihr Onkel, wussten Sie das nicht? Ja, ich habe eine Kummerkastentante zur Frau und einen Onkel zum Vorgesetzten. Auf mich wird gut Acht gegeben. Ist er verheiratet? Bill? Nein, er ist geschieden. Etwas, worauf ich mich vielleicht auch freuen darf. Habe ich sie getötet? Carla? Und Anna? Kate denkt es, sie hat schon David aus dem Haus geschafft. Sie meidet mich. Wo sind Sie gestern Abend gewesen, Sir? Zwischen 7 und 9 Uhr etwa? Im Büro. Und dann zu Hause, wieder mal allein. Soweit ich weiß, war Kate ja bei Ihnen. Wie steht es mit dem Abend von Mittwoch, dem 5.? Da war ich zu Hause, das habe ich Ihnen gesagt. Fragen Sie Liz. Elizabeth Francis. Sie hat angerufen. Es war vielleicht so 10 Uhr. Wir haben 10, 20 Minuten gesprochen. Wie würden Sie Ihr Verhältnis zu Elizabeth Francis beschreiben? Wir sind befreundet. Herrgott, Sie waren aber wirklich emsig, nicht wahr?
Wir waren ein Liebespaar. Vergangenheitsform. Es ist vorbei. Sie haben sich im Fox and Goose getroffen? Ja. Bei ihr zu Hause nie? Wissen Sie, Sie machen sich kein Bild von Ihrer Nachbarschaft. Wenn der Zeitungsbote Trinkgeld bekommt, wissen die, wie viel? Ich hätte nicht gedacht, dass ein Hotel wie das Fox and Goose viel sicherer wäre. Aber sonst gab es ja nichts. Obendrein hatte Liz ihr Vergnügen an dem Kitzel des Abenteuerlichen. Sich dorthin zu schleichen, falsche Namen zu benutzen. Jones. Allerdings. Sie haben nie andere Namen verwendet? Sie haben sich dort niemals als ein Mr. Draycott eingetragen? Nein. Und Sie haben diesen Namen auch noch nie gehört, Sir? Nein. Müsste ich das? Carla Constanza hatte am Mittwoch, dem 5. eine Verabredung. Und in ihrem Kalender stand das Wort Draycott. Ja, aber diesen Namen habe ich nie benutzt. Und Sie wissen auch, dass ich am 5. zu Hause war und das Haus nicht verlassen habe. Ihr Sohn erzählt etwas anderes. Ja, aber vermutlich hat er etwas geträumt. Hören Sie, Detective Inspector, ich habe langsam die Nase voll von dieser Geschichte. Mr. Merrill, Ihre Uhr wird im Wald neben einer Leiche gefunden. Und offenbar ist Ihr Auto auch im Wald gewesen. Wir haben ein Hemd von Ihnen, das Flecken von Lippenstift aufweist. Jenes Lippenstifts, den auch Carla Constanza benutzt hat. Sie kannten beide Opfer persönlich und Sie haben keinen Zeugen. Niemanden, der uns sagt, wo genau Sie zur Zeit dieser Verbrechen gewesen sind. Ja, bitte sehr. Dann verhaften Sie mich doch wegen Mordes und wir hätten es hinter uns. Eine weitere Befragung steht an. Wir haben eine Viertelstunde telefoniert. Tee für Sie, Sergeant. Es ist Ginseng. Dankeschön. Der revitalisiert die Energiepunkte. Auf die muss man Acht geben. Mrs. Francis. Oh, Liz, bitte. Liz. Sie hatten eine Affäre mit John Merrill. So würde ich das nicht nennen wollen. John und ich hatten Sex. Gutes altmodisches Rumgebumse. Das ist eine schwierige Frage. Hat er jemals etwas wie eine Fessel, einen Strick vielleicht in Ihrer Beziehung verwendet? Sie haben wohl mit Kate geredet. Wie erteilt eine Frau Ratschläge, wenn sie so verkniffen ist? Ja, er hat mir gern was um den Hals gelegt. Es war ein Fetisch. Aber mir gefiel es nicht und er hat damit aufgehört. Ist sie deshalb zu Ende gegangen, die Affäre? Nein, das war meine Schuld. Ich hatte eines Abends zu viel getrunken und machte einen Fehler. Ich schrieb ihm einen Brief. Die Art Brief, die man sofort wieder zurückrufen möchte. Was stand drin? Ja, nur der übliche Unsinn. Dass er seine Frau nicht liebte, wir wären so toll zusammen. Er wollte raus, ich wollte rein, also... Und wann war das? Vor einem Monat ungefähr. Wie hat er darauf reagiert? Er hat geleugnet, ihn bekommen zu haben. Er sei an der Post verloren gegangen. Die Wahrheit ist, dass er es natürlich nicht wissen wollte. Wieso haben Sie ihn am Mittwoch angerufen? Er fehlte mir eben. Natürlich hatte ich es verbockt, aber wir konnten doch reden. Ich hatte schon zweimal an dem Tag angerufen, jedes Mal eine Nachricht hinterlassen. Und gegen 10 habe ich ihn erreicht. Sie sehen also, er war zu Hause. Er könnte trotzdem weggegangen sein, nach 10 und vor Mitternacht. Genug Zeit, um Carla umzubringen. Ist Ihnen klar, dass sie uns gesagt hat, wieso Anna Santa Rosa ermordet wurde? Hat sie? Elizabeth Francis hat John Merrill 2 Nachrichten auf dem Anrufbeantworter hinterlassen. Aber Sie wissen, was Anna gesagt hat. Mittwoch? Nein, da war nirgendwo Nachricht. Nirgendwo Nachricht. Sonst konnte sie sich kaum verständlich machen, aber hier war sie wild entschlossen, sich klar auszudrücken. Weil sie uns belogen hat. Sicher. Carla hat mit dem Anschluss der Merrills 45 Sekunden gesprochen, und zwar mit dem Anrufbeantworter. Und natürlich war die Nachricht auf dem AB in Portugiesisch. Die einzige Sprache, die Anna richtig verstand. Und das heißt, was Carla gesagt hat? Gab ihr Munition für einen kleinen Erpressungsversuch. Ein ereignisreicher Tag liegt hinter Tom. Nein, das habe ich wirklich nicht verdient. Ganz bestimmt nicht. Ich fand, wir hätten was zu feiern. Mom hat angerufen. Sie sagt, dass sie morgen wiederkommt. Das ist ja wundervoll. Und Ihre Mutter? Hat entschieden, dass sie ohne Moms Hilfe schneller gesund würde. Sie nimmt morgen den 2 Uhr Zug. Oh, das ist schön. Sie hat mir gefehlt. Du hast doch gar nicht gemerkt, dass sie weg war. Aber natürlich. Sogar mehrmals. Was gibt's denn Schönes? Gebratenes Lamm mit Kartoffeln, Brokkoli und frische Erbsen. Keine Angst, ich werde nicht rangehen. Es ist vielleicht deine Mutter? Dad, also gut, dann geh ans Telefon. Ich komme sofort wieder. Also für Sie beide zu arbeiten ist ein Vollzeitjob. Kein Wunder, dass Dr. Bullard Urlaub brauchte. Was geht's? Naja, mehrere Schnittverletzungen, keine besonders tief. Gesicht, Hände, Brust. Bis ihn eine am Hals erwischt hat.
An der Verletzung ist er gestorben. War die Tür nicht verschlossen? Großer Gott. Ich verstehe das nicht. Was? Die Verbindung. Carla Constanza, Anna Santa Rosa und jetzt das. Die Verbindung ist da. Ich kann sie nur allzu deutlich erkennen. Und all das hier hätte nicht passieren müssen. Sie wissen, wer es war? Wenn Sie mich so fragen, ich glaube ja. Wer war's? Sie wollen es wissen? Ich denke, es waren Sie. Ich fürchte, sie liegt im Sterben, Chief Inspector. Sie werden feststellen, dass sie das schon eine ganze Weile macht, Doc. Vom medizinischen Standpunkt müsste sie schon lange tot sein. Ich glaube, was sie am Leben hält, ist die reine Willenskraft. Und jetzt hat sie keinen Grund mehr. Genau das. Ich lasse sie mal allein. Danke. Mrs. Pike? Hören Sie mich? Mrs. Pike? Mein Name ist Detective Chief Inspector Barnaby. Und Sie kennen, glaube ich, Sergeant Troy. Keiner hat Sie gerufen. Wir müssen Ihnen leider einige Fragen stellen. Wir müssen es wissen. Sie haben Ihren Sohn getötet. Und zwar, weil Sie wussten, was er getan hat. Vor so vielen Jahren. Ja. Er hat 3 Frauen getötet. Eva Hoffmann, Joan Chaplin und Judith Elveston. Und Sie haben es herausgefunden. Er war dem Herrn ein Greuel. Aber Sie sind nicht zur Polizei gegangen. Fleisch. Von meinem Fleisch. Ich konnte nicht zur Polizei gehen. Ich konnte nicht. Aber gewarnt habe ich ihn. Das durfte niemals wieder geschehen. Niemals, solange ich am Leben war. Niemals. Deshalb hat der Täter damals aufgehört. Weil seine Mutter es wusste. Und über die nächsten 9 Jahre hat sie ihn beschützt. Bewacht. Aber er hat Carla Constanza nicht getötet. Nein, nein, nein. Der Mörder von Carla Constanza wollte, dass es so wie ein früherer Mord aussah. Im Würgerwald erwürgt. Wie war noch die Reaktion von Leonard, als wir es erzählt haben? Nein, das ist vollkommen unmöglich. Ich meine, haben Sie die Zeitung nach oben zur Mutter gebracht? Er wusste, es konnte keinen 4. Mord gegeben haben, weil er ja selbst der Mörder war. Und seine Mutter durfte die Zeitungen nicht sehen. Nein, denn sie hätte die falschen Schlüsse gezogen. Sie wusste gar nichts über Carla Constanza. Solange, bis ich Trottel ihr davon erzählt habe. Carlas Tod könnte Monarch Tobacco kaputt machen. Vor allem Bill Mitchell. Wogegen John Merrill nichts hätte. Mag wohl sein. Aber wenn er es getan hat, warum belastet sich der Mann so? Und wenn jemand die Beweise so arrangiert hat, womit hätte Merrill so etwas nur verdient? Und dann dieser Draycott. Der geheimnisvolle Mr. Draycott. Mr. Draycott, Mrs. Draycott, wir wissen bisher nur, dass Carla, sobald sie hier eingetroffen ist, direkt zu dieser Verabredung gegangen ist. Danach kommt sie her, nimmt sich ein Zimmer im Hotel und um 5:30, wenn wir Gloria glauben dürfen, streitet sie sich. Aber wir wissen noch nicht, mit wem. Vielleicht war das ja Draycott. Wir wissen nicht mal, dass Draycott existiert. Einige Tage später... Joyce ist wieder da. Hallo, Dad. Hi, Kali. Wo ist deine Mom? Wir haben gerade ihre Koffer raufgebracht. Sie schnappt erstmal Luft. Klar. Was hast du gerade gesagt? Was? Ja, natürlich. Genau das ist es. Ich muss wieder los. Sag du das deiner Mutter. Tom hat mal wieder eine Eingebung. Peterson! Ihr Bericht über Carla Constanza. Ganz frisch vom Fotokopierer. Ich wollte ihn gerade rüberschicken. Es ist zu spät. Sie war krank, oder nicht? Sie hatte ein bösartiges Leiden. Woher wissen Sie das? Sagen Sie mir nur, was es war. Pulmonale Emphyseme. Und die Ursache? Rauchen. In ein paar Monaten hätte sie aus einer Sauerstoffflasche atmen müssen. In 2 Jahren wäre sie tot gewesen. Der sie erwürgt hat, hat ihr wahrscheinlich einen Gefallen getan. Mr. Barnaby? Ja? Hier, ein Fax für Sie. Danke. Ein Dr. Ian Acott ist letzte Woche in der Harley Street getötet worden. Die Polizei untersucht weiterhin den Brand in seiner Praxis. Du hast getrunken. Wieso auch nicht, Kate? Wieso nicht? Du hältst mich für einen Killer. Sie hat gedacht, ich würde sie erwürgen. Und aus lauter Angst sticht sie auf mich ein. Carla Constanza hat 2 Telefongespräche vom Fox & Goose ausgeführt. John Merrill hat sie etwas auf den Anrufbeantworter gesprochen. Aber bei Monarch hat sie wohl mit Bill Mitchell sprechen können. Und alles erzählt. Ja. Und sehen Sie es mal von seinem Standpunkt aus. Carla Constanza, die Personifizierung des Rauchens, verreckt elend an einer typischen Raucherkrankheit. Die wären ruiniert. Ja,
Deshalb hatte er hochgepokert. Sterben würde sie sowieso. Aber wenn sich der Würger ein neues Opfer holte... Dann könnte man verschweigen, dass die Werbeikone der Tabakindustrie an Lungenkrebs sterben wird. Kopfkino bei Hör mal zu. Danke für dein Like.